Walk out. Icon! Icon! Das ist ein Icon! Oh mein Gott! Oh mein Gott, mein erster Icon! Oh mein Gott! Scholle ist 89! Oh mein Gott! Portugal? Ja? MS, wer ist das? Joe Felix, oh mein Gott! Walkout, let's go! Neymar! Oh mein Gott! Ich zieh einfach Neymar! Alter! Oh mein Gott! Toti! Toti! De Bruyne! Oh mein Gott! Oh mein Gott, De Bruyne gezogen! Oh mein Gott! Ich hab De Bruyne! Bevor das Video anfängt, möchte ich euch mal auf meinen Shop hinweisen. Es gibt zwei Designs bis jetzt. Einmal in Chicken Rings Design und einmal in der HSS Army in schlichten Design. Das ist das, was ich auch hier anhab. Ist auf jeden Fall gute Qualität. Wenn ihr mich supporten wollt, könnt ihr euch hier gerne einkaufen. Und viel Spaß mit dem Video. Moin Leute und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich hoffe, man versteht nicht. Ich bin schon am Bahnhof, wie man erkennen kann. Jetzt geht's nach Dresden. Dort steht auch schon mein Zug. Ich rauche jetzt noch auf und gehe dann im Zug rein. Und ich hoffe, euch gefällt mein Stadion-Vlog. Und ich blende euch jetzt ein paar Szenen ein, wie ich von Erfurt nach Leipzig fahre, beziehungsweise gefahren bin. Und jetzt von Leipzig Richtung Dresden fahre. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann. Haut's da rein, Leute. So Leute, da bin ich wieder und neben mir sitzt schon die gute Nadine und wir fahren jetzt nach Dresden, lassen uns testen, danach geht's nach Halle zum Stadion und ja, wir haben hier hinten in der Nacht noch was Schönes gebastelt, in der Hoffnung, dass ich von guten Terence das Trikot bekomme. Ich habe auch sein Trikot an und hoffen auf gut Glück und bis denn. My own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. So Leute, ich habe mein Trikot jetzt richtig an und wir haben uns gerade testen lassen. Wir sind beide negativ. Und jetzt geht's nach Halle. Jetzt fahren wir nochmal anderthalb Stunden um 12 ist dann erstmal die neue Teamvorstellung von Halle. Mit zwei Ex-Dresdner, ne? Ja, zwei Ex-Dresdner sind dabei. Und ja, dann 14 Uhr ist Anstoß gegen Kiel. Ich werde mir dann auf jeden Fall am Stadion noch was holen beim Fanshop. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann wieder. Bis dahin, Leute. So Leute, wir sind jetzt auf dem Weg ins Stadion. Da ist die gute Nadine. Wir sind heile angekommen. Wir sind heile angekommen, genau. Und wir schaffen zwar nicht rechtzeitig um 12 da zu sein, aber ein paar Minuten später sind wir da. Da vorne stehen auch schon Hallenser. Wir sind jetzt am Stadion und wir sehen uns gleich wieder. Die gewonnen. Also sie scheinen recht gut drauf zu sein. Aber ich denke mal, unsere Jungs aus dem Trainingslager zurück. Ich habe sie am Mittwoch gesehen. Lasst mal hören, ob es noch geht. Wir erwarten heute hier Chevy! Hallo! Es geht, ich hab's gehört. Es geht, ihr habt's noch drauf. Das werden wir heute öfter hören. In unserem neuen Leuna Chemiestadion. Das ist doch eine tolle Sache. Okay, Trainerbänke stehen auch schon da. Ich habe zwar ein paar Regentropfen abbekommen in den letzten Minuten, aber ich hoffe, dass das Wetter hält. Und wir lassen uns überraschen. So, in dem Sinne noch ein Titelchen und dann hören und sehen wir uns hier wieder. Lasst es die Mannschaft einmal hören. Lasst sie einmal hören. Hier kommt Chevy! Hallo!
ich begrüße hier bei uns vorne recht herzlich Justin Eilers und Toni Lindner. Die wollen wir natürlich mal kurz vorstellen. Auch auf der Leinwand werden wir die Bilder dazu sehen. Der erste neue Spieler ist der Spieler mit der Brücke Nummer 8, Niklas Kreuzer. Niklas Kreuzer. Niklas ist 28 Jahre alt, 1,79 groß, Rechtsverteidiger, 90 Spiele in der zweiten Bundesliga und kommt von Dynamo Dresden. Der nächste ist mit der Rücken Nummer 9, den hatten wir vorhin beim Interview. Da freut sich jemand. Er ist der Oldie in der Mannschaft mit 33 Jahren, 1,84 groß, Stürmer, 52 Tore in der dritten Liga und hoffentlich noch viele für den HFC. Kommt für Dynamo Dresden, Werder Bremen und zuletzt beim SCV. Die Rücken Nummer 27, Luis Samson, 27 Jahre, 1,90 groß, 96 Spiele in der zweiten Bundesliga. Und er kommt natürlich vom Erzgebirge Aue. Der nächste Neue, Aaron Herzog. Rücken Nummer 23. 23 Jahre alt, 1,80 groß, offensives Mittelfeld, 13 Spiele in der dritten Liga, ehemals Borussia Mönchengladbach und kommt jetzt vom FC Hansa Rostock. Dann die Nummer 30, Tom Zimmerschied. Offensive Außenbahn, kommt aus der zweiten Liga Österreich, war bei Ruther Haching und kommt vom FC Dornbirn. Da sind wir gespannt auf ihn. Herzlich willkommen, den neuen Spieler. Ah,
Komm. Ja. 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 Hey! Jawohl. Was? So eine Fotze. Das kann doch wohl nicht sein. Komm. Oh. Halbzeitstand zwischen unserem Hallischen FC und Holstein Kiel 0:0. Chemie! Ja. Jawohl.
Ist da jemand glücklich? Moritz, ich hab's gefilmt. So Leute, wir sind zurück aus dem Stadion. Ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen. Ich bin wunschlos glücklich, meine Stimme ist am Arsch. Ich hab's Trikot von Terrence Boyd bekommen. Ich hab ein Autogramm bekommen und ein Foto. Das kann ich euch ja dann im Nachhinein noch einblenden. Könnt ihr auch bei mir in der Insta-Story sehen. Die Nadine chillt da. Und 180 Kilometer zurück nach Hause. Jawohl.
wir streamen heute noch, also am Samstag Dual Stream. Und da ist das Video auch nicht online. Und ich hoffe auf jeden Fall, euch hat das Video gefallen. Und ich würde sagen, bis dahin, bis zum nächsten Video Stream. Und ciao, ciao, Leute.